Könntest du dir jemals vorstellen, vom Gefängnis zurück in die Bundesliga zu kommen? Oder denkst du wirklich, der Traum wäre schon längst vorbei? In diesem Video erzähle ich dir die unfassbare Geschichte von Daniel Keita Ruel. Es ist der Oktober 2011. Daniel Keita Ruel wird geschnappt. Er hätte angeblich 3 bewaffnete Raubüberfälle mit 7 Komplizen gemacht. 100.000 Euro Beute wären dabei rausgekommen. Für ihn heißt es nur noch 5,5 Jahre Haft. Im Gefängnis versucht er sich zu resozialisieren. So geht er zum Beispiel den meisten Insassen aus dem Weg, um nicht negativ aufzufallen. Als er vom Knast rauskommt, bekommt er einen Vertrag beim Düsseldorfer Modelabel LFDY. 2017 wechselt er nun zu Fortuna Köln in die dritte Liga, wo er 15 Tore und 7 Torvorlagen macht. Dann im Sommer 18 bis 19 hat er es geschafft. Er wechselt zu Greuther Fürth in die zweite Bundesliga,